Hallo meine Wolfis, zu einem neuen kleinen Video auf meinem Kanal. Und zwar möchte ich heute ein paar, ja, mehr oder weniger Fragen klären, da ich die häufiger gestellt bekommen habe und die gehen über meine Haustiere. Ich habe momentan 8 Meerschweinchen und die haben in meiner Wohnung hier einen ganzen Raum für sich alleine, wo der Käfig dann über die Hälfte des Raumes eigentlich einnimmt. Das heißt, die können sich da komplett frei bewegen, haben mehrere Etagen und können dort ihre Zeit fristen, sag ich jetzt mal. Das sind 2 Kastraten. Und der Rest sind alles Weiber. Und die Kastraten sind Vater und Sohn. Die verstehen sich eigentlich sehr gut, bis auf ein paar wenige Streitereien, wo es dann schon mal darum geht, wer als erstes essen darf oder wer jetzt gerade die Tomate kriegt und wer die Gurke bekommt oder wer gerade das bekommt oder dies. Das ist aber eher selten der Fall, weil die beiden sich dann eher aus dem Weg gehen, wenn die merken, so, das gibt Beef, dann bleiben wir eben voneinander weg. Oder die liegen zusammen mit dem Haus und kuscheln. Was eigentlich eher untypisch für Meerschweinchen ist, aber ich weiß nicht. Die haben im Prinzip für jedes Meerschweinchen genug Platz, um sich irgendwo hinzulegen. Und trotzdem sitzen die schon mal zu fünft in einem Haus. Ich glaube, die sind ein bisschen plemplem. Aber nur ein bisschen. Und ja, der Rest sind Mädels komplett. Das sind dann auch Mütter und Töchter. Denn ich habe Masumi. Masumi ist jetzt 2,5 Jahre alt. Circa. Ja doch, 2,5 ist die jetzt. Und die hat 4 Kinder insgesamt, von denen aber nur noch 3 bei mir sind. Nee, 2 sind nur noch bei mir. Ich habe von ihren Kindern noch bei mir Nüsschen und Wiener. Und Karamell und Günther sind bei meiner Mama. Also die gehören jetzt meinen kleinen Schwestern und die leben da. Man nimmt die raus. Und die laufen einem durch die ganze Wohnung hinterher. Das ist so ein bisschen wie Elvis, den ich früher hatte. Das ist so der Adoptivpapa von Masumi gewesen und sie hat sehr viel von ihm. Dass sie zum Beispiel sich nicht stressen lässt. Man kann neben dem Käfig staubsaugen, alle laufen weg und Masumi guckt nur so nach dem Motto: Oh, du saugst gerade, ist ja interessant, ich esse dann mal weiter, ne? War genauso. Du konntest neben dem, du konntest Plopfolie plappen lassen, das hat ihn nicht interessiert, da hatte ich nur angeguckt, so nach dem Motto, muss das jetzt sein? Aber wenn du meinst, es muss sein, dann mach einfach weiter. Und genauso ist Masumi auch. Eine ihrer Töchter, die Wiener, ist auch ähnlich, nur vor vielen Sachen läuft sie dann doch weg. Ein bisschen ist so, mal denkt die sich so, ja, komm, leck mich doch. Und im nächsten Moment haut sie dann noch ab, weil irgendwas ihr nicht geheuer ist. Und dann habe ich noch Snickers. Und Snickers hat 3 Kinder. Das sind Toffee und Twix und Ryder. Ryder ist der einzige Junge, den ich behalten habe. Der ist dann kastriert worden, wie ich ja schon erwähnte. Und Snickers ist die größte feige Sau im Käfig. Also die ist verdammt schnell, wenn ich die kontrollieren will und die Krallen schneiden will, da muss ich wirklich erstmal bestimmt eine halbe Stunde da sitzen, um die irgendwie mal zu erwischen. Die ist schneller weg, als man irgendwie gucken kann. Und so war die auch schon immer. Das ist, der Charakter von ihr hat sich da diesbezüglich nicht geändert. Masumi war anfangs auch so und Elvis hat sie dann irgendwie umerzogen. Bei Snickers hat das nicht so ganz gut funktioniert. Die ist halt immer noch kleine Schreckhafte. Die Toffee, die kleinste Tochter von ihr, die auch immer noch die kleinste ist, obwohl die über ein Jahr alt sind, die Jungtiere, ist genauso. Dann habe ich noch Twix. Twix ist unheimlich neugierig, aber vorsichtig. Wenn ich alle Meerschweinchen draußen habe und als wir umgezogen sind hier in die Wohnung, da habe ich die alle auf einem Wohnzimmer hingesetzt. Und alle haben sich versteckt. Alle haben unter der Liege gesessen.
die wir da als Sofa benutzt hatten, weil unser Sofa noch nicht hier war. Außer Twix. Twix ist in die Küche gelaufen und hat sich da umgesehen. Und ist dann ins Badezimmer gelaufen und hat sich da mal umgesehen und kam dann irgendwann wieder zurück und hat sich zu den anderen gesetzt und hat ihr dann so scheinbar erzählt, was da so ist. Sie ist aber vorsichtig in dem Sinne, dass sobald irgendwas ihr nicht geheuer ist, wenn zum Beispiel dann einer von uns aufgestanden ist, dann ist sie ganz schnell wieder zurückgelaufen zu den anderen, weil bei den anderen ist es sicher. Dem Rausnehmen ist bei ihr auch so eine Sache. Manchmal lässt sie sich ganz einfach rausholen zum Kontrollieren oder Krallen schneiden und was weiß ich. Und manchmal braucht es bei der echt Überredungskunst, weil sie dann doch wieder in die Charaktereigenschaften ihrer Mutter zurückfällt. Ja, und Ryder ist, weiß nicht, der könnte eigentlich ein Kind von Masumi sein, aber er sieht definitiv aus wie seine Mutter. Im Prinzip hat Masumi fast alle Kinder erzogen und das hat sie recht gut gemacht. Die sind alle unterschiedlich vom Charakter, aber doch so, dass sie umgänglich sind. Ja, Cookie ist so vom Charakter her, ja, ich bin hier. Ich bin zwar der kräftigste und größte von allen, aber ich bin eine Pussy. Er lässt sich streicheln und rausheben. Ja, Cookie sieht auch so ein bisschen aus wie von Prinzessin Mononoke, diese Wildschweine. Er hat einfach genau diese Färbung und das war auch der Grund, warum ich mir damals ihn ausgesucht hatte. Und das Witzige ist, dass er noch einen Bruder hat, den ich damals auch hätte aussuchen können. Der sieht einfach genauso aus wie sein Sohn. Also Karamell sieht komplett aus wie Cookies Bruder. Und ist auch von der Statur her genauso, weil Cookie und sein Bruder, die waren beide sehr kräftig. Die sind im Prinzip, bestehen ja aus purer Muskelmasse, diese beiden Meerschweinchen. Bodybuilder oder so. Ja. Die Kleinen sind am 10.10.2014. Da war ich leider im Urlaub. Ja, da, als ich dann nach Hause gekommen bin, habe ich die dann alle erstmal gewogen, weil man ja gerade bei den Jungs das Gewicht kontrollieren sollte, weil die ab einer gewissen Körpermasse zeugungsfähig werden und dann sollte man sie von den Müttern trennen und von den Geschwistern. Und in einem habe ich dann auch nachgeguckt, welches Geschlecht die haben und habe dann von jedem ein Foto gemacht, um dann hinterher das mit dem Gewicht zuzuordnen und welchem Geschlecht. Jetzt habe ich von diesen insgesamt dann waren es 7 Babys, da habe ich jetzt noch 5 von, die ich auch behalten werde und die Eltern werde ich behalten und insgesamt hatte ich aber vorher auch schon einiges an Meerschweinchen. Die ersten Meerschweinchen, die wir hatten, waren Elvis bekommen, also den habe ich ausgesucht damals. Er war ein Peruaner in Schwarz-Weiß und da muss irgendwie Kui mit drin gewesen sein, weil Elvis war groß. Der war, keine Ahnung, fast 30 cm groß. Schon mit den ersten paar Monaten groß. Aber er war die Liebe in Person. Also dieses Meerschweinchen war eigentlich nur bei mir so, dass ich, wenn ich ihn kontrolliert habe, ich habe ihn dann zum Krallenschneiden, habe ich mich dann hingesetzt, habe die Beine angewinkelt, habe ihn so rückwärts in die Beine gelegt, damit ich an die Krallen besser drankomme. Und dann verfallen die in so eine Starre. Das hatte mir die Tierärztin damals gezeigt. Und bei mir ist er dann auch liegen geblieben in dieser Starre und hat sich dann die Krallen schneiden lassen. Und wenn andere Leute das versucht haben, da hat er wie wild um sich gebissen und getreten. Und ich musste ihn dann zwischendurch auch quasi, hatte er Friseurtermine und dann musste ich ihm die Haare schneiden, weil so ein Peruaner ist ein langhaariges Rosettenmeerschweinchen im Prinzip. Und damit hinten an der Kloake das Fell nicht verfilzt und verfärbt, muss man das zwischendurch mal zurückschneiden. Und vor Scheren hatte dieses Meerschweinchen Angst. Sobald er eine Schere gesehen hat, ist er stiften gegangen. Aber wenn man den Langhaarschneider genommen hat, der um einiges lauter ist, das fand er ganz toll. Der hat Langhaarschneider geliebt. Und zum Kleinhaare entfernen hatten wir so einen kleinen, ja, es war im Prinzip ein kleiner Föhn, womit wir dann hinten die kleinen Haare rausgemacht haben, weil der sich sonst da gekratzt hat wie so ein Behinderter. Und das fand er auch ganz toll, obwohl das auch relativ laut war eigentlich. Der hat sich dann da hingesetzt und dann noch den Popo in die Richtung gedreht und den Popo in die Richtung und da ist noch und hier musst du noch hin. Er war eigentlich richtig cool und ich war echt todtraurig, als er gestorben ist an
mit 6 Jahren an Altersschwäche. Und der hat auch echt einiges erlebt, weil der hatte selber Kinder. Also insgesamt hatte er 3 Jungs und ein Mädchen. Und Elvis ist dann irgendwann einfach an Altersschwäche eingegangen, was sehr traurig war. Ja, und jetzt habe ich meine jetzigen 8 und hoffe, dass die noch lange überleben. Ja, ja, und dann habe ich noch ein Haustier, Calcifer, wie ihr ja wisst. Calcifer ist ein kleiner Kanarienvogel, der ja auch vor kurzem Geburtstag hatte, wie ihr wisst, wenn ihr meine Videos verfolgt. Und Calcifer ist ein kleines, böses Individuum. Ja, ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat, wo ich dann ein bisschen was über meine Meerschweinchen erkläre und diesen wunderschönen Stammbaum, den ihr da gesehen habt, den hat der Blue, also Blues Welt, für mich gemacht. Und ich finde ihn so schön. Und wenn ich Zeit finde, werde ich mir den in ganz groß ausdrucken und in die Meerschweinchenzimmer aufhängen. Und dann ist das Zimmer schön. Oder so ähnlich. Ja, bis zum nächsten Video. Und tschüss.